Wow. Was? Moment. Magische Miesmuschel. Wann wird Winti Exidor Winti mit T bitte? Nicht Windy. Wir hatten das vorhin ja auch schon mal mit Adam West. Ja. Jemals mit dem Rätsel mit S. Ich sollte das nicht verbessern, tut mir leid. Überholen. Eines Tages vielleicht. Die magische Miesmuschel hat gesprochen. Ich krieg's noch hin. Ja. Eine Art eigenes Dorf innerhalb von London an einem steilen Hang. Eine finstere Gegend. Ja, wenn die Häuser so hochbauen und da einen steilen Hang haben, könnte es wirklich dunkel da sein. Habe ich auch gerade gemacht. Warte mal, wie hieß denn der Typ nochmal, der die Erde trägt? Ist der nicht aus der griechischen Mythologie? Ich weiß es nicht. Herakles? Nee. Das ist also Bowlin Green, Miss Layton. Dieser Park ist der Anfang des Bowlin Hill Viertels. Abgesehen von dieser Statue, die wirklich beeindruckend ist, gibt es hier nicht viel zu sehen. Sie ist so männlich. Als Park macht das nicht viel her. Oh. Es war mal ein wichtiges Industriegebiet, Miss. Aber heutzutage ist es ziemlich vor die Hunde gegangen. Es gibt reichlich unschöne Gerüche an diesem Ort, fürchte ich. Ah, Atlas, warum bin ich nicht auf Atlas gekommen? Ja, danach ist ja auch der Atlas benannt, ja. Obwohl, vielleicht hieß ja der Typ, der die Erde getragen hat, auch Globus. Über Banden und allerlei Übeltäter. Wir sollten vorsichtig sein. Cat? Ja, schau. Ich habe das Gefühl, dass man uns beobachtet. Beobachtet? Wer denn? Oh nein, man hat uns schon aufs Korn genommen, was? Lauf, Miss Layton, schnell! Katze! Red Boy! Hey, sieh da! Ah, lass uns in Ruhe! Oh. Sie sind Catrell, oder? Eine Detektivin! Wie niedlich! Eine Detektivin! Ich bin Catrell, ja. Kann ich dir helfen? Es ist nur ein kleiner Ein Junge. süßer kleiner Junge. Ja, mir wurde gesagt, dass ich ihnen das geben soll. Trägt er ein Das kleines. ist der Kind von dem! Das ist das Kind von dem! Trägt er ein kleines Redman-Kostüm? Oh, ein Zettel. Worum es dabei wo geht, frage ich mich. Ich habe ihr Kind entführt. Nein. Oh, das Kind ist bestimmt der Sohn von dem. Wenn ihr weiter diesem Fall nachgeht, werdet ihr genauso verschwinden wie Redman. Tja. Benimmt sich da jemand nur daneben oder ist das eine ernsthafte Drohung? Die Sache wird langsam spannend, Jungs. Oh. Schräger Kerl. Sag mir mal, wie sah denn die Person aus, die dich gebeten hat, uns das hier zu geben? Er hatte eine Brille auf und er war dünn und er hatte einen Kopf wie ein Ballon. Ja, also nicht Sam. Nee, stimmt, aber Kopf wie ein Ballon und Ja, dünn. ja. Ein Kopf wie ein Ballon. Ich habe das Gefühl, dass ich so jemanden vor kurzem getroffen habe. Aber ich weiß nicht mehr wo. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Nein. Er hat mir diesen Zettel gegeben und dann ist er verschwunden. Das ist der Vater bestimmt, das ist voll niedlich. Es klingt, als ob er Redman beseitigt hat und jetzt dich beseitigen will, Miss. So scheint es zumindest in dieser Notiz zu stehen, ja. Aber ich glaube, es ist anders Ja, ich gemeint. glaube, es ist einfach nur. Was darauf hindeutet, dass die Muckimaus die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit einen Erzfeind hat. Sehr wahrscheinlich. Schließlich hat man den Treiben von zahlreichen Verbrechern ein Ende gemacht. Das hat einigen Leuten hier sicher nicht gefallen. Was sollen wir denn jetzt nun tun, Herr Professor? Ich meine, was sollen wir denn jetzt machen, Cat? Wenn man kämpft, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, muss man mit etwas Widerstand rechnen. Ich werde mich doch von so einer kleinen Drohung nicht abschrecken lassen.
Eigentlich hat sie nur dafür gesagt, dass ich noch entschlossener bin als vorher. Ja, weil es gibt ja nicht sowas wie Gewalt und Leute mit Waffen oder... Nö. Was denkst du denn? Na, in diesem Spiel ja nicht. Obwohl, warte mal, was ist denn das, was am meisten an Waffen... Warte mal, die Mafiosi, diese komischen Gangster aus Verlorene Zukunft, die hatten... Waffen, ja. Layton hatte zwar nur eine Slot Machine Gun, aber trotzdem. Ja. Bravo, Miss Layton. Das ist die richtige Einstellung. In Verlorene Zukunft haben die doch dann aber auch geballert. Ja, die haben auch geballert, die Gangster. Mhm. Ja, während Layton da... die Slot-Maschinen gemacht hat. Ja, und... Also eins nach dem anderen. Erkunden wir erstmal gründlich die Gegend. Vielleicht können wir ja diesen Ballonkopf finden, der mir Drohungen schickt. Und dann lassen wir ihm die Luft raus. Aber mir ist mal eingefallen jetzt, vorhin hat er ja auch den Thickman mal kurz Kay genannt, ne? Mhm. Und er hatte einen Ballonkopf. Mhm. Wie Mr. McKay aus South Park. Drogen sind schlimm, Kay. Schnurrbart? Oder erstmal suchen? Suchen. Okay, ich habe hier was zum Abstauben. Wo? Hier. Eine Kuriosität. Redman-Radiergummi. Ne, Lampe rechts ist eine. Ja. Immer in den Lampen. Ich kenne auch Teile, da war das noch nicht so. So, in der Lampe links sind ganz viele. In dem 10. Teil, was aussieht wie ein Penis auch. Welches? Ah, das hier. Ich mag diesen Humor. Oh, schön. Okay, ich denke, das war's auch damit. Schnurrbart. Kein Rätsel. Ich meine, was machen Sie denn in diesem Schalenabglanz einstiger Pracht? Wir gehen der sogenannten Mucki-Maus der Gerechtigkeit nach. Batman, haben Sie ihn schon mal getroffen? Noch nie. Ich habe bisher nur den Namen gehört. Oh, wie schade. Jetzt lassen Sie mich mal was fragen. Haben Sie schon vom Bowling Man gehört? Der als Relikt der Vergangenheit hier für die Ewigkeit in Metall gegossen wurde. Der Bowlen? Bowlen, wahrscheinlich. They see me bowlen. Nein. They see more Rollins. Ja. Der Bowlen, ich würde Bowlen oder Bowlen. Bowlen. Der Bowling Man? Meinen Sie die Statue? Natürlich, vor langen Jahren wachte der Bowling Man über diese Gegend hier. Ein Vorfahre von Ratte. Er schaute dabei zu, wie man Vermögen gemacht und wieder verloren wurden. Natürlich nannte man ihn nicht immer so. Ja genau, der Bowling Man hat immer alle Neune. Ja, aber ich wette, alle Zehn ist nur beim Kegeln, dann wäre es Kegelman. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben gekegelt. So, gekegelt? Mhm. Nicht gebowlt? Ja. Wie oft hast du gebowlt? Habe ich schon öfters bei Geburtstagen. Okay. Oh, weißt du was? Ich verstehe gerade was. Und zwar, Bowling Man ist ja dann der Bowling Mann. So, beim Kegeln wiederum, der anderen Sportart, die so ist wie Bowling eigentlich, gibt es etwas, wenn man nämlich keinen von diesen Pins umschmeißt, dann hat man eine sogenannte Ratte geworfen. Und damit kommen wir wieder zu Redman. Ich wusste. Ich wette, dass Bowling Man ein Vorfahre von Ratman ist. Ja, möglich. Denke ich, ist sehr plausibel jetzt gerade. Nee, und außerdem, es gibt auch, der die meisten Ratten geworfen hat, ist dann der Rattenkönig nach dem Kegelspiel. Okay. Weiß ich nicht, wieso ich das noch weiß, aber es wurde mir mal irgendwann erzählt. Doch weil sein Platz hier in Bowling Green war, gaben ihm die Leute diesen Namen. Was mich an ihm stört, ist seine Größe. Ist er nicht ein bisschen zu pompös für diesen Laden? Pompös? Oh, da fällt mir gerade Durchfall. Mann, nein. Er ist pompös und die Jahre... Na, egal. Das liegt am Zahn der Zeit. Wissen Sie, früher einmal war diese Gegend genauso pompös. Doch, jetzt sind davon nur noch diese Statue und die Erinnerungen der Menschen übrig. Ich verstehe. Er wurde also zu einer Zeit errichtet, als es in diesem Viertel wesentlich besser ging. Nun, das erklärt es. Mhm.
Es ist schon traurig, oder nicht? Nein. Red, Junge! Red Boy! Bitte! Ja! Wohnst du hier in der Nähe, Kleiner? Ich habe Süßigkeiten. Und einen Hund, willst du den mal sehen? Ja, gleich da drüben. Ich komme andauernd in den Park. Oh, ich will, dass er wieder Worte sagt, die er falsch ausspricht. Ja, das war so süß. Oh, kennst du noch die Werbung? Baumann schreitet zur Tat. Das ist auch schön. Ich fand das so krass, wo im Fernsehen die Werbung lief mit soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen? Ja. Wo ist Klaus? Ich fand das so verstörend. Sollte es wohl auch sein. Ja. Die Gefahren des Internets. Oder hier, na, ist Klausi da? Wir wollen mal ein paar Stellungen ausprobieren. Dein Kostüm gefällt mir sehr. Magst du Superhelden? Superhelden sind das Beste! Sie haben vor gar nichts Angst. Das stimmt, sie sind einfach famos, nicht wahr? Sie mögen auch Superhelden? Mein Liebling ist Redman. Er ist der Beste! Er ist stärker als alle anderen. Ich würde wetten, dass er sogar dieses Ding besiegen könnte. Koop. Jo, Koop. Kernkrieg. Kernkrieg? Oh, das ist das, was bald passieren wird. Nein. Zwischen Amerika und Nordkorea. Nein, wir wollen es nicht hier vorne. Nein. Wie geil. Ein Blockmonster. Ist aufgetaucht. Mein Blockmonster. Du kannst. Mein Kiez. Ja. Du kannst das Monster besiegen, indem du alle Blöcke zerstörst. Aber dabei kannst du nur Kernblöcke angreifen. Berührst du einen roten Kernblock, werden dieser Block sowie die Blöcke um ihn herum, auf die die Pfeile zeigen, zerstört. Zerstöre alle Blöcke, um die armen Küken zu befreien. Okay. Jo. Verdammt. Ach so, das fällt auch gar nicht runter oder so. Oh, scheiße, mir hat einer gefehlt. Oh. Ist das ärgerlich. Also ich glaube, ich krieg sie alle. Mir hat einer gefehlt. Puh. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Kann natürlich nicht mit Miss Layton mithalten. Ja. Eigentlich sieht's gar nicht mal so schwer aus, oder? Ah, nee, du hättest das vor einem Zug genau anders machen müssen noch. Ja, jetzt das weg. Ja. Das war mein Fehler. Oh, Manu, du kriegst die 31 noch. Ja. Irgendwie. Hühnerheld. Ey, da ist Redman drauf. Ja. Wir müssen ihn fangen. Fangen wir ihn. Essen wir ihn. Ändern. Gut gemacht, Redman. Ich kann ja vorlesen und du änderst. Ändern, ja. Hühnerheld, gut gemacht, Redman. Die Küken wurden sicher zu ihren Eltern zurückgebracht und Redman hat einmal mehr insgeheim die Stadt gerettet. Juhu. Nein, warte, die Regeln, die wer erklärt hat, sind Bowling-Regeln? Ich? Das mit der... Wahrscheinlich. Das mit der Ratte, das ist Kegeln. Also beim Bowling heißt es ja irgendwas anderes, wenn man nicht trifft. Glaube ich. Ich kann es nicht. Oder ist es einfach bloß, dann ist es bestimmt ein englisches Wort, weil weiß, da gibt es ja auch den Strike, den Spare. Ja, ich kenne es nicht. Warte. Ja. So, das Gute hat besiegt wieder einmal das Böse. Wow, das war erstaunlich. Sie sind ja auch ein Superheld. Ich glaube aber nicht, dass Redman wirklich gegen Monster kämpft, oder? Und er könnte aber... Und ich wette, dann würde er auch gewinnen. Du klingst ja wie die absolute Nummer 1 der Redman-Fans. Das bin ich. Niemand mag Redman mehr als ich. Und meine Mama hat mir auch diesen coolen Anzug besorgt. Ich würde wetten, sie haben kein Redman-Kostüm.
Nein. Hast du Redman denn schon mal gesehen? Oder hat er dir sogar schon mal geholfen? So ein Quatsch. Redman kommt doch nur nachts raus. Da bin ich immer schon im Bett. Oh, außer süß. Heute. Er ist so süß. Das freut mich für dich. Was? Dass ich im Bett, dass er im Bett ist? Hallo, schlafen ist schön. Auf jeden Fall muss ich jetzt los, sonst wird meine Mama böse.